Herr Bohrer, Sie haben sich als Tiroler hier im burgenländischen Seewinkel angesiedelt. Was treibt einen Mann der Berge in das flache Land der Sonne und warum haben Sie gerade jetzt hier Ihr Unternehmen gegründet? Das waren durchaus strategische Überlegungen. Zum einen war es so, dass man die Anbindung letztlich auch an die TU Wien, an die Stadt Wien, an den Flughafen durchaus wichtig war. Auf der anderen Seite habe ich hier im Burgenland eine Umgebung vorgefunden, bin herzlich empfangen worden, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe. Wir haben hier eine Lebensweise, eine Lebensart, die seinesgleichen suchen kann. Das hilft mir auch, Gäste aus aller Welt herzubekommen und ich lebe sehr gern mit meiner Familie hier. Sie beschäftigen sich mit Lasertechnologie. Das kennt man gemeinhin vielleicht von der Augenheilkunde oder der Dermatologie. Kein Mensch weiß aber, dass zum Beispiel solche Dosen mit dieser Technik bedrucken kann oder dass Geldscheine mit Lasergravur bedruckt sind. Wie kamen Sie auf dieses Spezialgebiet? Ich war schon als junger Bursch Vollbluttechniker, als 16-Jähriger habe ich meinen ersten Laser bauen müssen und dann bin ich auf die TU Wien gekommen, habe ein schweres Studium gewählt, Nachrichtentechnik, Hochfrequenztechnik. Ich hatte damals das Riesenglück, dass mein Professor für Hochfrequenztechnik das Laserinstitut gegründet hat und ich war der erste Mitarbeiter dort. Wir haben von null auf begonnen. Es hatte dann zufällig ein Tiroler eine Idee, die um die Welt gegangen ist, Druckformen mittels Laser zu dessinieren. Also das Muster dort aufzubringen, das hat begonnen mit der Textiltechnik. Heute sind 75% aller Textilien österreichische Lasertechnologie. Sie forschen und entwickeln auch am Gebiet der neuen Geräte. Wie kommt man dazu und was ist da so spannend daran? Für mich gilt das Motto von Walt Disney, Dream, Believe, Dare and Do. Für mich ist etwas Neues zu gestalten, etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat, derartig spannend und aufregend, das reißt mich einfach mit. Und wir arbeiten momentan an einem Produkt, das ich überall auf der Welt sehen möchte. Und wenn Sie die Chance hätten, aus dem Burgenland die Forschungsregion zu machen, wie würden Sie es angehen und welche Anreize braucht ein innovatives Unternehmen, um sich hier im Burgenland anzusiedeln? Mein größter Wunsch ist, hier eine Universität zu haben. Vielleicht kann ich auch etwas mitwirken dran. Eine Universität mit Spin-offs, eine Universität, die dieser Region einen wichtigen Impuls geben würde. Und ich glaube, dass wir hier im Burgenland dafür sorgen sollten, dass mit Universität, mit Spin-offs Arbeitsplätze entstehen, und zwar hochqualitative. Herr Bohrer, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen und uns im Burgenland, dass Ihr Traum von der Universität in Erfüllung geht. Dankeschön. Danke auch.